Hi. Guten Morgen. Guess what? Ich nehme euch heute mit. Hä? Ha. Ich muss sagen, es ist mir eigentlich relativ wurscht, ob euch das juckt oder nicht. Ich mach's trotzdem. Es ist 12 Uhr. Und wir stehen auf. Wir stehen auf. Wir sind früh da. Hi, Puppi. Guten Morgen. Hallo, Charlie. Was ziehen wir heute an? Ich weiß es nicht. Oh, freaking no. Okay, ich hab's. Cute. Sind wir da ein Leiberl drunter ziehen oder soll ich mal ein bisschen Kess sein? Socken. Ich find's cool, dass ich meine Socken immer so schön zusammenleg und mal die dann aussuchen darf. Das ist echt klasse. That's the finished look. Ich bin übrigens gerade dabei, dass ich mein Zimmer aufräumen, weil es schaut grausig aus. Und meine Schminkecke habe ich schon aufgeräumt und schaut das nicht schön aus? Das schaut doch voll schön aus. Okay, thank you for your attention. Leute, der Pickel, der macht mich, der bringt mich zu Weißglut. Erstmal grün drüber fetzen. Ja, der ist halt nur genauso da wie davor. Nur grün. Ja, das war eindeutig zu viel. All the leaves are brown, never seen a bird. Stopp. Ich kann es nicht beschreiben, es schaut kacke aus. Manchmal sitzt das Make-up, manchmal nicht. Damit muss man klarkommen. Komm ich damit klar? Na. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Das war zu viel Blush. Egal. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber das habe ich gestern gefunden und das probieren wir aus. Aha. Genau gar nichts. Ich nehme übrigens immer 3 Wimperntuschen her. 3, weil eine nicht reicht. Also ich habe übrigens ein Fieberblasel, deswegen habe ich das ein grausiges Pflaster. I don't know. Sehe ich das auch da? Oh, ich glaube, dann blüht die. Ich habe es aber da. Das ist maximal grausig. Ich muss das gleich wegschmeißen. Das habe ich, glaube ich, perfekt gemacht. Ich gehe jetzt ja dann zum DM. Und eigentlich dachte ich mir ja schon mal für das. Aber Vorteil, man muss eine Masken tragen. Genius. Genius. Ich werde jetzt nur gar mein tägliches Tanz-TikTok da machen. Und dann gehen wir zum DM. Sorry. Aua! Ah! Früher ein Schädel-Lockout. Au! Ich hab keine Platzwunde davon getragen, alles gut. We ready for the dance TikTok. Und hier wird jetzt gedanced, meine Freunde. Hier wird gedanced. Ich bin jetzt aber absolut geile TikTok-Strat und jetzt gehe ich schiffen und dann gehen wir zum DM und zur Paketabholstation. Nennt man das so? Ich weiß nicht. Genau! Mama. Wo schreckst du denn so? Ich hab nur Mama gesagt. Hat Bus jetzt einen Ofen? Nein, am Samstag hat Bus nie Ofen. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Winterschuh, was ist das? Kenn ich nicht. Fit of the day. Great. In Publik zu filmen ist äußerst unangenehm, just saying. I'm very uncomfortable. I don't like the Außenwelt. The Außenwelt is terrible for me. I don't know why. I really don't know why. But I don't like it. Ah ja, by the way, immer ein Sackerl mitnehmen, oder muss man dort kein Sackerl nehmen? Eyeliner. Eyeliner. Da habe ich gar keinen mehr. Eyeliner. Eyeliner, Eyeliner, Eyeliner. Jetzt werden wir mal gemütlich Haube und Maske austauschen. Na ja, jetzt zeig mir wenigstens mein Führerblasel nicht mehr. Schmeidig. Ich hab voll die coolen Badekugeln gekauft.
Die sind so cool. Die sind so cool. Was ist grausig? Ew. Hallo. Yes. Wow, geil. Itten. Oh, der. Ha. Es ist nicht Madeline. Es ist nicht Madeline. Weil es ist leer. Und du denkst. Dudike, mach weiter. Dudike, Dudike. Er dippt nur nicht auf. Meine Mutti und ich, wir verrücken jetzt die Möbel. Habe ich recht, Mutter? Ja. Wir müssen ja zuerst die, das, da, den, Schatzi, das geht so nicht. Das Stitch. Oh, das habe ich selber gemacht. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, was ich mal beim DM gekauft habe. Warte mal. Also, ich habe mir erst einmal Wimperntuschen gekauft. Die nehme ich immer her. Die sind einfach geil. Ich weiß auch nicht, die nehme ich immer her. Dann, eigentlich nehme ich immer den Eyeliner von Catrice her, aber den hat es nicht mehr gegeben. Also habe ich jetzt einen online genommen von Maybelline. Wasserfest heute, I don't freaking know. Eigentlich interessiert es eh nicht. Uff, das ist ganz geil. Das ist ganz geil. Dann habe ich mir nur das gegönnt: eine Contouring-Palette. Und die ist voll geil. Ist die nicht geil? Die ist geil. Und jetzt kommt das Beste. Jetzt kommt das Allerbeste. Das sind einfach Badekugeln aus der Kinderabteilung, by the way. Einfach nur geil. Geil. Einfach nur geil. Ich hab mir jetzt was Bequemeres angezogen, weil, warum soll ich in der Jeans umeinander rennen, ne? Barbie. Es ist 23.22 Uhr. Und der Charlie und ich haben sich gerade ein paar Kessel-Barbie-Filme eingezogen. I don't know. Sollen wir schlafen, gell? Oder soll ich noch ein bisschen aufräumen? Weil ich mein Zimmer ist noch nicht fertig aufgeräumt. Aber ich glaube, ich mache das dann einfach morgen off-camera. 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 Ah ja, da ist, by the way, da ist der Stopp. Da ist der Stitch. Und neben dem Stitch ist der Ignaz. Alter, was kriegt ihr jetzt in das Bett? Charlie? Hier holen. Du Depp. Na, du gehst jetzt sicher nicht zum Ignaz und zum Stitch. Das sind meine nämlich. Das sind meine. Mhm. Ja. Da muss man nämlich sein Revier verteidigen in dem Haus. Mhm. Okay. Du bist so süß, Charlie. Charlie, leg die einfach hin. Danke. Na? Ja, endlich. You good, bro? Ich geh dann mal Zähne putzen, da die Song. Und abschminken. Schminken wir sie jetzt erst auf. Darf ich mich vielleicht neben dir abschminken oder geht das auch nicht? Äußerst frech. Geht eigentlich nicht nur frecher. So ein Frechdachs. Okay, gehen wir zum Putzen. Er ist gerade vom Bett runtergesprungen und dann hat es dann geschmissen. Ah ja, by the way, sowas wie eine Skincare-Routine habe ich nicht. Ich wasche mir nicht mal mein Gesicht. Healthy AF. Platz? Oh, so fein. Oh, so fein. Ich wünsche euch eine zuckersüße Nacht. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wahrscheinlich nicht. Aber schön, dass du da sitzt. Respekt.
ich jetzt nicht so lange ausgehalten. Bleibt's geil, liked's das Video, abonniert's meinen Kanal. Oder warum ist das so grausig? Abonniert's meinen Kanal, aktiviert's die Glocke und schreibt's in die Kommentare, was wollt's? Was wollt's? Ihr seid doch ganz frei. Gute Nacht, ihr euch lieb. Danke für euren Support. You are amazing. Boah, das war jetzt grausig mit meinem Fieberblasal. Egal. Gute Nacht.